Ich finde das ungerecht. Ich trainiere hart und fleißig. Ich gebe mir Mühe bei dem, was ich mache, konzentriere mich auf die jeweilige Trainingseinheit und versuche trotzdem ein großes Ziel im Blick zu haben. Ich versuche mein Training systematisch zu gestalten, passe meine Ernährung an, was viele meiner Trainingspartner, meiner Mannschaftskollegen und vielleicht auch meiner Gegner nicht machen. Und trotzdem erreiche ich nicht das gewünschte Ziel. Und wenn das so kommt, wenn ich merke, ich schaffe das einfach nicht und andere sind mit ihren Talenten viel weiter, dann kommt in mir Neid auf. Ich schaue darauf, was sie haben, nicht was ich erreiche. Ich schaue darauf, welchen Erfolg sie bekommen, welche Möglichkeiten sie haben und fühle mich schlecht dabei. Um dieses Thema Neid geht es auch in einer Geschichte, die Jesus erzählt. In dem Gleichnis Die Arbeiter vom Weinberg berichtet er darüber. Das Ganze steht in Matthäus 20 und ich möchte das in einer Zusammenfassung vorlesen. In der Erzählung wird das Reich Gottes mit einem Hausherrn verglichen, der am Morgen Arbeiter einstellt, damit sie in einem Weinberg arbeiten. Er vereinbart mit ihnen einen Tageslohn von einem Denar, ein üblicher voller Tageslohn. Und in der damaligen Zeit war das oft so, dass die Männer dann sich eben an so einem Marktplatz getroffen haben, um Arbeit zu bekommen und wirklich mit dieser Arbeit die Familie quasi pro Tag immer ernährt haben. Der Weinbergbesitzer geht nach jeweils 3 Stunden weitere 3 Mal auf den Marktplatz, um Arbeiter einzustellen. Zum Schluss also nach 11 Stunden. Während die anderen schon diese ganzen 11 Stunden hart gearbeitet haben in der Mittagssonne teilweise. Und am Ende des Arbeitstags nach 12 Stunden, wo die letzten dann nur noch eine einzige Stunde gearbeitet haben, kommt der Verwalter, um den Lohn auszuzahlen. Die zuletzt Eingestellten, die nur 1 Stunde gearbeitet haben, erhalten 1 Denar. Die anderen freuen sich schon, ey, der ist ja heute großzügig drauf, der gibt uns bestimmt noch viel mehr, als er uns versprochen hat. Aber auch sie erhalten nur diesen einen vereinbarten Denar. Die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, beschweren sich darüber beim Weinbergbesitzer. Das ist doch nicht gerecht, das ist unfair, sie wollen mehr Lohn, weil sie mehr gearbeitet haben. Er aber weist die Kritik zurück und erinnert die verärgerten Arbeitskräfte daran, dass er sie genau nach der beschlossenen Vereinbarung bezahlt hat, dass sie keinen Grund haben, unzufrieden zu sein. Er fordert sie sogar auf, zeigt mehr Zufriedenheit. Und gleichzeitig betont der Weinbergbesitzer seine Souveränität. Schließlich kann er das Geld geben, wem und wie viel er will. Willst du dich beklagen, dass ich so gütig bin? Mit diesem Satz endet in etwa das Gleichnis und dieser Satz ist recht provozierend. Willst du dich beklagen, dass ich so gütig bin? Ich glaube, wir stellen uns oft die Frage, warum hat ein anderer das und ich nicht? Dabei könnten wir uns genauso gut die Frage stellen, warum habe ich so viel, was ein anderer nicht hat? Oder warum habe ich überhaupt so viel? Warum bin ich so beschenkt? Und alleine, dass wir uns diese Frage so selten stellen, finde ich, zeigt, dass wir in unserem Denken einen Fehler haben. Egal, ob es darum geht, dass wir auf der Arbeit bezahlt sind oder ob es um unsere sportlichen Fähigkeiten oder Erfolge geht. Gott ist gütig, das zeigt dieses Gleichnis. Er ist überaus reich, er kann seine Güte schenken, wem will und wem und wie viel er will. Seine Güte ist quasi grenzenlos und das, was ein Unternehmer heute zum Beispiel nicht machen könnte, nämlich in dieser Weise wirtschaften und jemandem, der pro Tag nur 1 Stunde arbeitet, den gleichen Lohn zahlen wie einen anderen, der den ganzen Tag arbeitet, das kann Gott tun in diesem Beispiel. In meiner Welt mag es darauf ankommen, welche Leistung ich bringe. In Gottes Welt ist das nicht das vorrangige Auswahlkriterium. Ich weiß nicht genau, wie Gott auswählt, wie er entscheidet, was er wem gibt, aber das ist auch gar nicht entscheidend. Das ist nicht das, worum ich mich kümmern muss. Ich darf einfach darauf vertrauen, dass Gott in seiner Souveränität gut ist. Und das sind diese Punkte. Ich glaube, dass mein Neid und meine Selbstgerechtigkeit, also alles hängt von mir ab und ich muss mich jetzt beweisen, dass das zurückgeht, dass ich da viel entspannter werden kann, wenn ich auf Gottes Güte, auf Gottes Souveränität schaue. Und ich möchte mit einem letzten Blick schließen. In diesem Gleichnis, die Arbeiter, die der Weinbergbesitzer nach weiteren 3 Stunden und auch nach 6 Stunden und so weiter antrifft, zumindest wird in dieser Geschichte nicht erzählt, dass dort Lohnverhandlungen stattfinden, wie das bei den ersten gemacht wurde. Vermutlich freuen sie sich einfach darauf, überhaupt Arbeit zu haben. Vielleicht schämen sie sich natürlich auch, dass sie sonst keiner wollte an dem Tag. Aber es wird zumindest nicht berichtet, dass sie Forderungen stellen.
und dass sie keine Forderungen haben, ermöglicht ihnen, am Abend voller Freude und voller Überraschung sich darauf einzulassen, was sie bekommen. In diesem Fall sind sie wahrscheinlich überglücklich, so reich beschenkt worden zu sein. Und ich finde, dieser Blick hilft dabei, einfach mal zu schauen, woher habe ich das, was ich eigentlich bekomme? Bin ich nicht reich beschenkt und ist nicht letztlich alles unverdient, was ich habe? Lass du dich von Gottes Gnade immer wieder neu überraschen.